Die Gesundheit unserer Hunde ist das Wichtigste für uns. Regelmäßige Check-ups beim Tierarzt, eine artgerechte Ernährung und geistige sowie körperliche Auslastung sollten eine Selbstverständlichkeit sein, wenn man die Verantwortung für ein Tier übernimmt. Wenn Hunde zu wenig trinken, kann das schwere Auswirkungen auf ihre Gesundheit haben. Erfahre deshalb im folgenden Video, welche Krankheiten durch Dehydration begünstigt werden und wie du deinen Hund dazu bringst, mehr zu trinken. Wenn ein Hund plötzlich weniger trinkt als zuvor, kann das viele Gründe haben. Ein sehr häufiger Grund ist eine erfolgte Futterumstellung. Wird der Vierbeiner zum Beispiel von Trockenfutter auf Nassfutter, Barf oder Kochbarf umgestellt, hat das zur Folge, dass er weniger trinkt, weil mehr Wasser in diesen Futtervarianten enthalten ist. Dementsprechend sinkt das Bedürfnis zu trinken und der Hund muss auch tatsächlich nicht mehr so viel Flüssigkeit extra aufnehmen, wie das beim Trockenfutter der Fall ist. Aber auch Krankheiten können eine Ursache dafür sein, wenn ein Hund weniger trinkt. So trinken Hunde zum Beispiel weniger, wenn ihnen übel ist oder sie Bauchschmerzen haben. Bei unkastrierten Rüden kann es sein, dass sie darauf verzichten zu trinken, weil eine läufige Hündin in der Nähe ist. Manche Hunde sind aber auch ganz einfach Trinkmuffel. Und dann hast du die Verantwortung dafür, deinem Hund das Wasser schmackhaft zu machen. Vor allem im Sommer ist darauf zu achten, dass Hunde genug trinken. Mittlerweile gibt es im Tierfachhandel viele Pulver und Smoothies, die deinem Hund das Trinken versüßen können. Achte beim Einsatz solcher Mittel aber darauf, dass diese aus gesunden Inhaltsstoffen bestehen, beispielsweise aus Gerstengras, Apfel oder Himbeere. Diese können dann nicht nur das Trinkverhalten anregen, sondern leisten auch einen Beitrag zur Gesundheit des Hundes. Wenn dein Hund diese Nahrungsmittel verschmäht, gibt es auch die Möglichkeit, ein wenig Leberwurst im Wasser aufzulösen. Die meisten Hunde lieben den Geschmack der Streichwurst und beginnen dann mehr zu trinken. Eine weitere Möglichkeit, den Hund zum Trinken zu animieren, wäre, das Wasser zu verfeinern, indem man selbstgemachte Rindsuppe, natürlich ohne Gewürz, oder auch Ziegenmilchjoghurt zum Wasser hinzugibt. Manchmal liegt es auch an dem Material des Napfes, das der Hund nicht trinken möchte. Versuche in diesem Fall einen Keramiknapf. Die meisten Hunde mögen dieses Material, weil es im Gegensatz zum Edelstahlnapf nicht klappert und es auch noch gesünder ist, daraus zu trinken. Du solltest jedenfalls unbedingt darauf achten, dass dein Hund genug Flüssigkeit zu sich nimmt. Erste Anzeichen dafür, dass dein Hund zu wenig trinkt, sind Apathie und Lustlosigkeit. Er möchte nicht mehr so viel spazieren gehen und schläft sehr viel. Darüber hinaus setzt der Hund auffällig wenig Urin beim Spazierengehen ab. Wenn der Harn noch dazu sehr konzentriert ist und intensiv riecht, ist es bis zu einer kompletten Dehydrierung nicht mehr weit. Eine weitere Möglichkeit herauszufinden, ob der Hund zu wenig trinkt, ist der Hautfaltentest. Dieser funktioniert, indem du die Haut deines Hundes am Nacken behutsam hochziehst. Wenn sie sich nur sehr langsam in ihre Ausgangsposition zurückbewegt, ist das ein starkes Anzeichen dafür, dass der Hund bereits dehydriert ist und schnellstmöglich Flüssigkeit benötigt. Dies sind Alarmzeichen und sollten dringend von einem Tierarzt abgeklärt werden. Denn trinkt dein Hund dauerhaft viel zu wenig, sind Krankheiten vorprogrammiert. Neben einem chronischen oder akuten Nierenversagen kann eine Dehydration auch das Gehirn angreifen. Blasenentzündungen in Kombination mit einem Harnstau und einem gereizten Harnleiter sind ebenfalls schmerzhafte Erkrankungen, die auftreten können, wenn dein Hund zu wenig trinkt. Du siehst, es ist wirklich essentiell, dass unsere Vierbeiner genügend trinken. Genau wie bei Menschen können ansonsten die unterschiedlichsten Krankheiten auftreten, die sehr schmerzhaft sein können. Hast du dich schon immer gefragt, wie lange ein Hund eigentlich ohne Pinkeln aushalten kann? Dann klick jetzt auf das linke Bild und finde es in unserem Video heraus. Und wusstest du, dass manche Hunde keine Treppen steigen dürfen? Klick jetzt auf das rechte Bild und erfahre in unserem Video, für welche Vierbeiner das gilt.